Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und vor mir läuft die Mathilde und du liegst bei, lagst bei mir wieder auf dem Boden. Wo ist denn der Sklaventräger? Ach komm, ich nehm Horst. Der kann das genauso gut. Okay. Ja, wir wollen heute nochmal ein bisschen bauen. Fundamente. Weil hier, das ist 4 vom Gebäude. Also so breit muss das dann werden. Quasi. Ich würde sagen, dann machen wir fast noch einen. Nee, dann passt das ja hier wieder nicht. Weil hier hast du ja schon quasi hier die Außenmauer gemacht. Dann 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4. Ja, es kann ja auch 5 oder 6 breit sein. Wir müssen hier eins auch unterbringen. Mein kleiner, glitschender, schlafender... Was? Tja, ich sag nur Server-Synchronisation, ne? Also ich würde es tatsächlich dann noch breiter machen. Guck mal, wie groß allein der Kartenraum sein muss. Wie groß das Rad der Schmerzen sein muss. Ja, muss das alles in der ersten Mauer sein? Das kann auch hinter der zweiten sein oder so. Oder du willst ja noch eine zweite Mauer machen. Ja. Ja gut, dann machen wir noch eine 5. Reihe, ist ja kein Problem. Okay. Dann mache ich da noch eine ran. So, Horst, okay. Mitkommen. Dann nehme ich mir Hatti zum Tragen mit. Achso, was? Hast du auch was zum Reparieren im Zweifelsfall? Nein, habe ich nicht. Das fiel mir auch gerade ein. Da braucht man ja so ein bisschen Stahlbarren. Aufteilen, nehme ich mal die Hälfte mit. Und ein bisschen Leder. Und nimm dir auch was zu essen mit. Ja, habe ich. Und zu trinken. Ja, habe ich immer. Ich brauche wahrscheinlich verstärktes Leder, oder? Nee, normales Leder reicht. Normales Leder reicht. Von wie Leder? Ich brauche nicht so viel. Auf geht's, Horst! Oh, hat ja noch Zeug in sich drin. Haha. Ah, grasen wir hier unten erstmal das ganze Zeug ab. Dann gehe ich dann auf Eisengedöns, ne? Du mach Eisengedöns, ich mach Steingedöns. Und natürlich auch ans Holz denken. Ja, ich brauch Holz. Alleine für die Fundamente. Aber wenn ich natürlich nebenbei... Alter, du scheiß Kudu! Alter! Alter! Spinnst ja wohl, du scheiß Vieh. Wenn man hier friedlich hier arbeiten, kommst du Drecksvieh und störst meine Arbeit. Ja, wir müssen ja auch gerichtetes Holz machen. Ja. Oh, guck mal, hier ist Kohle. Genau, wir wollten noch ein bisschen bauen. Unsere Einrichtungen so ein bisschen vorantreiben. Die Fundamente für die Basis vorantreiben. Alles, was das Herz so begehrt. Ja, Mauer finde ich ganz interessant. Mich hätten sie damals mal 1969 oder wann das war mit der Berliner Mauer, hätten die mich mal arrangieren müssen. Ich glaube, ich habe einen heiden Spaß gehabt. Mauern bauen. Oder ich hätte mal Maurer werden sollen. Ich liebe es, Mauern zu bauen. Ich meine, die Mauer war 63. 63, ja. Oder jetzt da 100%ig sicher zu sein, aber ich meine, das war 63. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich bin auch jetzt gerade zu faul, um das nachzuschlagen. Oh, hier ist Holz. Horst, ich bin überlastet. Was machen wir da? Ich gebe dir einfach was ab. Schön tragen. Ja, wir werden die Woche, haben wir mal mehr Zeit, da werden wir jetzt doch mal ein bisschen wieder vorproduzieren. Weil ihr merkt es, dieses Wochenende
sind ein bisschen spät dran, die Folgen. Das ist diese Just-in-Time-Produktion. Ja, ist gerade ein bisschen problematisch, aber... gibt wieder andere Zeiten. Bleib da, wo du bist. Bist du doof? Bleib weg. Selber schuld. Ich wollte dich nicht töten, aber nein. Doofes Tier. Ich habe gerade die Idee. Wir könnten das ganze handwerkliche Gedöns nach unten packen. Hast und dann schon. Das ganze Küchenzeugs nach oben. Mhm. Was hältst du denn? Brauchst du uns auch wieder ein Schlafzimmer? Kann ich natürlich machen. Da könnte man ja langsam wirklich ein Türmchen bauen. Apropos, warte mal. Säuberungsanzeige ging bei mir wieder nicht zurück, aber ist auch nichts dazugekommen. Also meine ist, habe ich den Eindruck, kleiner geworden. Naja, noch passt es mir ja ganz gut, dass sie klein ist, aber ich würde es gerne irgendwann noch mal provozieren wollen, ja, dass es halt mal so weit kommt, dass sie uns angreifen. Ja, ich auch. Ah, nächste Folge werde ich mich auch wahrscheinlich mal wieder umbringen. Oh. Diesmal nicht ganz so dramatisch wie letztes Mal, weil ich mal gucken wollte, wie es aussieht mit unserem Sklavenheini, dem Sklavenbändiger. Ach so, der ist ja noch in einer alten Basis oder so. Richtig. Ah, wir müssen gerade echt so viel bauen. Ja, ist doch schön. Ja, finde ich auch. Ich baue gerne. Ich baue gerne. Ich habe Karls Festung entdeckt. Karl! Karl! Nee, nicht, nein, nicht Karl, sondern KL. Ach so. An den falschen Karl. Ja, ohne Karl war das auch nicht mehr das, was es mal war. Nee. Bist überlastet. Memmememme. Das Rumgeheule hier. Horst. Guck mal her. Doch ein netter See. Oase von Naked. Ich glaube, die habe ich letztes Mal gefunden. Schön für dich. Ja, ich weiß. Auch nett. Ja, generell die Gegend ist hier sehr nett. Also, gefällt mir. Mhm. Auch das mit der Stadt. Ach. Wen haben wir denn da? Hallöchen. Ach, du bist das? Was ist denn jetzt los hier? Das sind Schritte, die die Erde erbeben lassen. Ja. Ja. Dieser Elefant. Aber ein bisschen Eisen habe ich bisher auch schon gesammelt. Und ein bisschen.
Ja, das ist nett, das ist so Zeug sammeln, ein bisschen durch die Gegend streifen. Ja, ich gehe auch, versuche auch mal ein bisschen so Orte hinzulaufen, die ich noch nicht gesehen habe hier. Ja, ja, ich nehme mich auch gerade. Gut, gerade ist dunkel und irgendwas mag mich wieder nicht. Muss mal kurz Licht anmachen. Hallo, wer da? Oh, du machst aber richtig viel Krach, Kleiner. Geh mal schnell nach Hause, sonst muss ich dich fangen. Oder essen. Jetzt hat mich hier dieser Jaguar überrascht. Böser Jaguar. Ja, wir sind manchmal echt überraschend. Aber dafür habe ich jetzt einen Jaguar-Kopf bekommen. Hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch. Das könnte unsere Jaguar-Basis werden. Ja, wir hatten nämlich so die Idee, dass wir so jeder Basis oder jeder Zwischenstation, die wir bauen, sozusagen eine spezielle Trophäenart zuordnen. Fällt mir ein, wir müssten auch nochmal Wildschweine jagen. Ja, uns wurde ja auch schon geschrieben, wo wir die finden. Und Wölfchen standen auch noch auf dem Plan, dass wir uns Wölfchen anschaffen. Oh, Wölfe wären auch ganz toll. Ich weiß bloß nicht mehr, wie die Wölfe bei Game of Thrones schießen. Ich weiß nicht, ob ich meine Wölfe nach Game of Thrones Charakteren benennen möchte. Also die von Arya hießen die Meria. Die von Sansa war Lady, von Bran war Sommer, glaube ich. Ah ja, und Schnee, ne? Oder Snow. Geist. Ah, Geist. Geist. Ja. Geist und von Rickon war es Schnuff. Ah, dann eher weniger. Warte, irgendeiner fehlt. Der von Robert. Nee, war der von Robert Sommer? Nee, ich meine, der von Bran war Sommer. Keine Ahnung, was war denn der von Robert? Nee, nicht Robert, Rob. Oh oh, komm da, nee. Gab's sonst noch irgendwo coole Wölfe? Ja, ich überlege gerade. Da fällt da nämlich unbedingt nicht wirklich was ein. Oh, hier sind coole Megabäume. Also mir fallen sonst nur Werwölfe ein. Oz. Oh, der Kro. Ist meine Fackel kaputt? Ich bin im Kronenheim. Oh, was ist denn das da? Aua, Tiger! Aua, aua! Hilf mir, Hattie! Ah! Ach, da waren wir schon. Ja. Ja, da waren wir schon. Wir kamen von der anderen Seite, okay. Ja, ja. Da gibt's viele Steine und Nashörner. Oh, ich treffe diesen doofen Tiger nicht. Ja, die sind halt ein bisschen flink, ne? Nee, das Problem ist, dass Hattie so groß ist. Brauchen wir noch ein Nashornbaby? Oder ist das ein Wildschwein oder so? Ich hab ein Nashornkalb. Ah, nee, komm, ich lasse es frei. Wieder. So, jetzt habe ich noch einen Tigerkopf bekommen. Hm. Nee, das ist ja noch ein Tiger. Aua. Oh oh. Scheiße, ich sterbe. Mach doch sowas nicht. Hör auf zu sterben. Nein, ich bin tot. Ich bin verblutet. Wie das denn? Was ist passiert? Der Tiger.
Wie ein verfickter Tiger hat dich gekillt? Ja. Was ist das für ein Tiger? Nachdem ich noch einen anderen Tiger und einen Jaguar hatte. Hast du vergessen, dich zu heilen? Denk an Carstens Herz. Du musst dich immer regelmäßig heilen. Ja. Oh, ich sehe schon wieder die Kommentare. Mathilde hat wieder vergessen, sich zu heilen. Carsten geschockt. Fast verschluckt beim Essen. Naja. Ich gehe ja schon meine Sachen holen. In der Zwischenzeit hat Hatti das Problem bestimmt erledigt. Wenn der jetzt auch tot ist, ne? Nein, der schafft das. Okay. Aber meine Eisenjagdtour ist irgendwie eher eine Erkundungstour gerade. Der ist doch cool, wenn man das kombinieren kann. Ich renne hier auch voll komisch rum. Da ich jetzt auch einen anderen Weg gehe, um zu meiner Leiche zu kommen, als der, den ich zuerst gegangen bin, ist das doppelte Zentrum. Ah, hier ist Eisen. Coole Felsformation. Fällt wieder Holz. Irgendwas fehlt immer. Ach, hallo, und da ist ja jemand, den ich kenne. Na, wie siehst du denn aus? Nackig. Hallo. Hallo. Brauchst du Kleidung? Ja, die hole ich mir jetzt. Vorsicht, in dieser Gegend wurden Tiger gesichtet. Ich habe eher Angst vor den Nashörnern, die ich bisher gesehen habe. Mit dem Tiger könnte ich fertig werden. Oh, Hatti ist noch am Kämpfen. Wenn ich nicht überladen bin. Auch komische Geräusche. Ach, ein Kudu. Ja, die Felsen sehen hier schon richtig cool aus. Ach, da oben sehe ich einen Tiger. Und ein Tiger-Bibi. Aber dafür haben wir keine Zeit. Nein, nein, nein. Keine Zeit. So, Hatti, wir sammeln mal ein bisschen was zu knuspern für dich. Hier, Hatti, du magst doch eine Hatti. Ah, Steine, so viel Steine. Oh, davon sind Menschen. Seid ihr nette Menschen oder seid ihr böse Menschen? Bestimmt böse. Alle Menschen sind ja, böse. Ja, die sind böse. Komm, Hanti, wir gehen woanders hin.
Hätte ja auch sein können, dass die Menschen nett sind. Nein, hier nicht. Im echten Leben ja, aber hier nicht, nein. Hier gibt's nur böse Menschen. Oder es gibt ja auch Menschen, zwar, die dir nichts tun, aber die sind nicht lieb, weil die reden ja auch nicht mit dir. Du bist denen einfach scheißegal. Also eigentlich sind es hier nur böse Menschen. Entweder wollen sie sich töten oder die ignorieren dich. Naja, wir sind jetzt auch nicht wirklich nett zu denen, ne? Ja, aber einen haben wir bisher getroffen, das war irgend so ein Wanderer im Anfangsgebiet, ist aber schon ewig her. Der hat sich ja mit uns unterhalten. Der war nett. Das stimmt, der war nett. Es gibt wohl auch eine Taverne, da können wir uns mit Conan unterhalten. Was? Geil! Ja, in Sepemu. Conan! Ich komme! Conan, du bist mein Papa. Was? Er weiß es nur noch nicht. Okay. Von dem Jaguar halten wir uns jetzt mal fern. Kaninchen boxen. Dass die immer so flink sind. Man kann sie nicht mal boxen. Warum willst du denn boxen? Ist doch kein Nazi. Doch, das Kaninchen ist ein Nazi. Alle Nazis müssen geboxt werden. Und Kaninchen sind Nazis. Okay. Genau wie Pinguine BWLer sind. War doch so, oder? Ja, die wollen die ganze Welt in einen riesengroßen Flughafen verwandeln. Ja, stimmt. Und ich glaube, dass der BER nicht fertig wird. Das ist einfach nur ein riesengroßer Antiterroranschlag des asozialen Netzwerks. Ja. Ich glaube, viele Leute werden es jetzt nicht verstehen. Aber es ist nicht schlimm. Alles ist gut. Carsten versteht uns. Es gibt aber auch nette Pinguine. Echt? Kamen die vor? Ja. Zum Beispiel der Schneekönig. Dann habe ich sie vergessen. Das sind die Pinguine, die aus der Kralle rausgefallen sind. Zum Beispiel. Die haben die Business School dann nicht durchlaufen und haben sich dem asozialen Netzwerk angeschlossen. Ach ja, die. Das waren aber die Kleinen, oder nicht? Hat er nicht irgendwie kleine Pinguine gezüchtet oder sowas? Nein, Pinguine haben kleine Pinguine gezüchtet. Ach so. Und Marc-Uwe und das Känguru haben eins gerettet und das war dann der Schredder. Genau, Schredder. Nein, der Schredder. Der Schredder, ja. Ja, kann man nur empfehlen, die Hörbücher, oder? Ja, die Hörbücher. Ja, auf jeden Fall die Hörbücher. Natürlich auch Quality Land, das ist auch ziemlich cool. Ja. Ey, Kudu! Ey, Kudu! Ist auch eigentlich voll die Mega-Beleidigung so auf dem Schulhof. Ey, du Kudu, Alter! Komm mal her, Kudu! Wir haben sie früher immer Horst genannt. Tut mir leid, Horst. Boah, hat das Kudu hier gerade voll durch die Gegend katapultiert. Alter, hat's voll drauf. Das Gute ist, die Kudus, die mich hier nerven, die werden einfach zu Fleisch verarbeitet. Die Ziegelsteine machen wir später, das mit dem Aufrüsten, oder? Müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, oder? Also die Außenmauer machen wir direkt schön aus Ziegeln. Na gut, dann lasse ich die hier weg. Die kümmern wir mal ein bisschen. Ist auch schon wieder einiges an Eisenverstärkung zusammengekommen. Wir brauchen aber noch geformtes Holz und Ziegel. Aber Ziegel müssen wir eigentlich auch noch eine ganze
Menge da haben. Gut, dann bin ich eigentlich erstmal mit diesem Bereich fertig. Wir brauchen jetzt nur viele, viele Ziegel. Und dann können wir Ziegelmauer bauen. Vielleicht kann man hier eine Breite nochmal eingehen. Ach komm, hier machen wir mal einen breiter. Scheiß der Hund drauf, hat er. Wie Mathilde gesagt. Zurück, aber ich will nur wissen, was das für ein cooler Tempel ist. Den will ich mir einmal markieren. Uiuiui, der ist ja groß. Cool, cool, cool. Ich gehe da garantiert nicht rein. Da liegen nämlich schon Knochen. Oh, da liegen Knochen. Das ist gefährlich. Nashörner. Und da ist ein Baby-Nashorn. Und ein großes Nashorn. Und die sind mir zu dicht. Nee, nee. Hatti ist schon zu verletzt. Dann mache ich mich mal auf den Heimweg. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Nein, nein. Das muss man nicht. Oh, ich kann 25 Ziegel Fundamente herstellen. Das mache ich auch gleich mal. Juhu. Ach, siehst du, ich kann ja eigentlich auch noch Stein mitbringen. Ja klar, wird ja nicht schlecht. Kann man immer gebrauchen. Dann hacke ich mich jetzt einfach mal langsam zurück. Warte mal, hattest du nicht noch Sachen? Wobei ich sehe gerade, wir haben 5 Kudu-Köpfe. Es könnte auch die Kudu-Basis werden. Oder wir können auch die sagen, dass der erste Mauerring ist die Kudu-Mauer. Dann kommt die zweite Mauer, das ist dann die Tiger-Mauer. Die sollten wir aber auf jeden Fall nach draußen packen, weil Tiger sind doch etwas furchteinflößender als Kudus. Ja, die Kudus sind halt unerwartet, ne? Du denkst so, ah, keine Ahnung, Nashorn-Mauer, die machen wir fertig. Und dann, ach, Tiger-Mauer, gefährlich. Und dann Kudu-Mauer, das ist so... Die wissen, weiß bestimmt gar nicht, was ein Kudu ist. Und dann denken sie, Alter, das ist bestimmt ein ganz böses Vieh. Und haben voll Angst, ne Katze? Ne Katze, wolltest du auf die Tastatur? Nein, da kommst du mal nicht hin. Ne? Bitte geh. Soll ich hier irgendwo Platz lassen für ein Tor? Ja, ich kann zwar noch keine Tore bauen, aber... Na gut, dann mache ich erstmal diesen so einen äußeren Ring mit Ziegel, damit wir wissen, wo die Ziegelmauer hinkommt. Oh. Wir könnten jetzt hier auch noch eine Reihe eigentlich machen. Ach, ich mache da noch eine Reihe. Da bin ich vielleicht doch ein bisschen am Tempeleingang lang gelaufen. Tüdelü. Ich muss wieder sagen, das Bauen und das Material kloppen ist irgendwie voll entspannt. Also jeden Manager, der irgendwie Stress hat, tja, kauft euch Conan Exiles. Oder jede Person, die Stress hat. Mama, kauft ihr Conan Exiles. Die hat auch mal viel Stress. Die gute Frau. Und ich habe noch Ziegel übrig. Das liegt aber hoffentlich nicht an dir. Nein, an mir liegt das nicht. Ich bin am Rava Heinrich. Ja. Ne? Warst du denn auch immer ein braver Heinrich? Ich war immer ein braver Heinrich. Natürlich. Können diese blonde Haare lügen?
Und diese blauen Augen, so unschuldig. Hm? So eine Person kann nichts Böses machen. Hallo, ich bin zu Hause. Okay. Steht da ein Elefant im Flur? Nee, vor der Tür. Danke. Ach ja, dann hole ich mal wieder Steine. Ja, ich werde mich gleich mal um Holz kümmern. Holz brauchen wir auch, Stein und Holz. Damit wir wieder Eisenverstärkung oder geformtes Holz machen können. Genau. Vor allem unsere Schmieden brauchen Holz, sehe ich gerade. Da. Dann kümmere ich mich jetzt um Holz. Holz, hier Holz. Holz, Holz. Jetzt wird Holz gehackt, Holz gehackt, Holz gehackt. Okay. Acke, Hacke, Kuchen. Ja. Ist was? Nee, mir ist gerade nur kurzzeitig schlecht geworden. Ich weiß gar nicht warum und woher. Einfach so ein kurzes... So ein Hauch Kotze kam so hoch. Ich weiß nicht warum und weshalb. Kann ich dir nicht erklären. Ist einfach so. Willst du etwa schon wieder meinen Gesang kritisieren? Nein, du klingst wie eine Engelsstimme. Ja, ein Todesengel. Ja, der keine Ohren mehr hat. Was schaust du mich so an? Du hast gerade böse rübergeguckt, nicht ich. Ich habe nur geguckt, wie du darauf reagierst, dass du so einen wahnsinnig lustigen Kommentar abgelassen hast. Was? Ich habe das... Ist das so, ach, alles gut. Bitte wieder nichts werfen. Nee, mein Zombie-Virus liegt noch da hinten. Ja... Wie krank muss man sein, um Krankheiten zu sammeln? Ich habe erst 3 Mikroben. Ein Riesenvirus, also ein Zombie-Virus, ein MRSA, und das ist kein Virus, das ist eine Bakterie, und ein E. Man muss dazu sagen... Ich brauche noch normale Staphylokokken. Ja. Und Schweine und Grippe brauche ich auch noch. Das sind halt so. Bakterien oder Krankheiten in Kuscheltierform. Oh. Heutzutage lässt sich aus alles Geld machen. Das ist total cool, so eine coolen Riesenmikroben. Ich mag die. Kudu, ich töte dich! Eier klaue ich noch keine, weil ich habe noch keinen Herd. Nee, und wir haben auch genug Fleisch, was gerade, was eigentlich auch Holz braucht, damit es mal gekocht wird oder gebraten wird, aber... Du, ich sammle hier gerade Holz. Ja, ist ja gut. Ich sammle Gestein.
ernte hier nämlich gerade die Bäume um den See. Ja, ich hoffe, die wachsen nach. Ich denke so. Sieht der See echt scheiße aus. Ja. Aber da ich hier schon mal Holz gehackt hatte und die Bäume auch wieder gekommen sind, gehe ich davon aus, dass die hier wieder wachsen werden. Ach, es ist echt eine schöne Gegend hier. Ich kann es nicht zu Genüge sagen, das ist einfach eine richtige Entscheidung gewesen, nach genau Folge 50 umzuziehen. Ja. Überall liegt hier Eisen und Kohle, die man so nebenbei immer mal ein bisschen sammeln kann. Fantastisch. Und dazu sieht es auch noch nett aus und es ist schlicht und ergreifend einfach mal eine neue Gegend. Ja. Wobei mir jetzt auffällt, eigentlich wäre es auch toll, wenn man so mit den Sklaven größere Einheiten bilden kann. So Trupps. So, weißt du, wenn das, was du machst, dann machen die Sklaven dann auch. Oder so ein Fünfer-Trupp Steineklopper jetzt. Klopst du dann mit vier Sklaven Stein. Na gut, so viel Stein liegt hier gar nicht rum, aber... Die in eine Richtung und so hast du mit normalen Wänden auch nicht gebaut, ne? Hast du auch mit Ziegel gebaut, oder? Ja. Okay. Aber was jetzt gestern noch aufgefallen ist, ich war gestern beim Kumpel, da haben wir ein bisschen YouTube geguckt und sind wir auf ein altes Gronkh-Video gestoßen. Der hatte damals 4 gespielt, das ist so ein Shooter. Das war so 2010, 2012 rum und da durfte man bei YouTube nur Videos hochladen, die 10 bis 15 Minuten lang waren. Ach, jetzt stell dir mal vor, so eine Conan Exiles-Folge, die ist ja meistens so im Durchschnitt, sage ich mal, 45 Minuten lang und das in so 3 Folgen, boah, ist man ja gerade so ein bisschen drin, hat man ein bisschen angefangen zu labern und dann kannst du ja schon wieder die Folge beenden. Das war ja ätzend früher. Vor dem Krieg. Ah, oh, das muss echt schon lange her sein. Ja, 2012 war es, glaube ich doch. 2012, ist schon lange her, ja. Ich glaube, jetzt baue ich keine weiteren Fundamente. Ich baue einfach ein bisschen Stein ab für Ziegel. Auch eine gute Idee. Ich komme demnächst mit ganz viel Holz nach Hause. Ja, ein Teil von den Ziegelfundamenten habe ich jetzt schon verteilt. Also der Bereich für die innere Mauer ist dann somit fast fertig. Müssen halt dann nur Ziegelmauer hoch. Ah, nein, fuck. Was ist denn? Ich habe vergessen, noch Stahlbarren mitzunehmen. Was hast du vergessen? Stahlbarren mitzunehmen. Och, Heinrich. Meine Pike, ich habe jetzt noch die letzten 3 Stahlbarren. Aber da kann ich jetzt nur ein, zwei Mal zuhauen und dann... Ich sag mal, solange die Pike noch funktioniert, lasse ich die Folge und wenn sie kaputt geht, können wir die Folge beenden. Okay.
richten wir uns nach der Stahlpicke. Na gut. Ich habe immer noch nicht die Pickaxe gefunden. Ach, die sollte man finden? Ich weiß nicht, ob das ein Rezept ist, das man finden kann. Also ich habe es unter unseren Rezepten noch nicht entdeckt. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Aber ich hätte die wirklich gerne. Ich wollte sowieso gleich mal gucken, was ich noch so an Punkten habe. Und das können wir dann in der nächsten Folge mal machen. Wo wir dann noch was reinstecken können. Das können wir gerne tun. Also ich bringe über 2000 Holz mit nach Hause. Ja, so viel Steine habe ich nicht, aber ist ja egal. Ich mache ja noch nebenbei ein bisschen Eisen und jetzt ist die Pike kaputt. Ja, meine Axt ist auch gleich kaputt. Komm, tausche mal, ich nehme mal die 5 Teile und du kriegst die 500 Steine. Jetzt ist die Axt kaputt, jetzt komme ich nach Hause. Ja, ich habe auch kaputt, ich bin kaputt, ich komme nach Hause. Gut, dann würde ich auch sagen, war es das für heute und ich hoffe, die Folge hat euch auch wieder gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Genau, ja, was steht nächste Folge an? Wir werden gucken, wie weit unser Zuchtmeister zu Hause ist, werden vielleicht das Rad der Schmerzen aufstellen, gucken uns vielleicht die Mine an. Mal gucken. Mal gucken, ja. Mal gucken, was wir gucken. Genau. Dann reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.